War jetzt was unklar oder? Sag's bitte. Ich fand generell hatten wir einfach Probleme gegen die Fünferkette, gerade in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war das besser, fand ich. In der zweiten Halbzeit ist es dann natürlich für die Viererkette auch schwieriger. Was heißt jetzt? Das heißt, wir hätten was ändern müssen. Nein. Aber ich sag jetzt, wir haben das alles vorgegeben, aber ich fand, auf dem Platz hatte ich das Gefühl, dass wir mit dieser Fünferkette das zu verteidigen, in dem 4-2-3-1, dass wir Probleme hatten. Vielleicht bin ich da jetzt falsch, aber wenn wir hinten, ich sag mal, verschieben, dass wir dann eventuell mit dem Sechser auffüllen, war das ein Nebenthema? Aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie wir es wollen. Weil dann müssen wir halt auch wirklich uns verlassen können, dass man auch immer durchschießt. Ja, aber was soll man machen? Ich weiß es nicht, vielleicht rede ich auch irgendwie anders oder eine andere Sprache, aber ich glaube, das genau haben wir doch gesagt. Wenn einer durchschiebt, muss er wissen, mein Nebenmann, der macht zu, der deckt meinen Rücken ab. Der sichert meinen Rücken ab, oder nicht? Ich finde es immer besser, wenn die Mannschaft so den Weg gemeinsam mitgeht. Das ist zwar dann ein etwas längerer Weg vielleicht, aber wenn das dann drin ist, dann ist es zu 100%ig die Idee auch, die wir dann Fußball spielen will, dann auch dementsprechend so umzusetzen. Hat noch jemand was, was er loswerden will? Ich würde es ganz gut finden, wenn wir jetzt im Training nochmal so ein Mittelfeldpressing hinstellen, dass wir da in den Abläufen einfach ganz klar sind. Ich glaube, dass das gegen Spanien auch wichtig sein wird. Also gut, beim Bauch.